Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Atomics nach Kategorien Turing Version 3.101. Ja, ich mache hier weiter mit Holz. Da andere Arbeiten aktuell nicht gehen. Hackschnitzel, denke ich mal, ist genug. Für den globalen Markt. Und die Bäume immer mal fällen. Und bei Gelegenheit mal zum Sägewerk fahren. Zur Holzproduktion für Bretter und so. Getreideernte geht auch noch nicht, weil ist noch nicht reif. Ist halt so. Mit BX wollte ich streiten, ne? Ja, gut. Geduld ist die Frage jetzt bei, ne? Er meldet die Tage nur trocken an. Ein Tag soll noch Regen kommen. Hoffen wir das Beste, ne? Dass wir gerade bei der Ernte den Regen nicht mehr haben. Aber ich ahne noch Schlimmes, gerade dann geht's los. Ne? Warum es so spät ist, ja, ich kann nur so sagen, ich habe die Karte ja neu angefangen und erst im Frühling ausgesät. Und wahrscheinlich ist das Getreide so, dass es dann halt die Zeit braucht, ne? Zum Wachsen und zum Reifen. Ne? Bis dazu. Ne? Ist das hier mit Absicht, wenn man mich jetzt hier ärgern will? Da ist nur ist eine kleine Grenze, okay. Vor allem muss ich beim anderen Baum auch entsprechend, wo es nicht ging, von der anderen Seite herkommen. Das ist 1-2, das machen wir gleich, bevor wir uns hier entfernen. Zu weit weg. Ja, bei mir zu Hause ist aktuell tiefster Winter, es schneit stark. Aufnahmen habe ich keine. Müsste ich mir extra eine Kamera rausholen, aber das, ja, das ist ja nicht das Thema, ne? Aber wie gesagt, starker Schneefall und richtig intensiv. Und alles weiß. Dann am Freitag, ja, späten Nachmittag kann man sagen, ne? Ja, einfach höher abschneiden, wird nicht anders. Ah, hab ich gekriegt. Ist etwas höher, aber das macht ja auch nichts. Ja, aber Stumpenfräsen, da geht auch weg. Später. Geht da relativ zügig. Ansonsten wird hier wieder aufgeforstet. Beziehungsweise wahrscheinlich werde ich hier eine Heutrocknung hinbauen. Und zwar, wenn ich kriege für Luzerne und für Klee. Mal schauen. Mal sehen, was bei der Autobahn der Fütterung da alles rein kann. Ich meine, der Frischmais ist ja Blödsinn, ne? Aber Gras haben sie eigentlich. Müsste ich mal probieren. Ob das hilfreich wäre, ne? Mit dem Mischverhältnis. Das ist ja nicht so wie jetzt Mischfutter, ne? Oder ich muss Mischfutter wieder irgendwie herstellen. Fabrik wollte ich aber jetzt nicht kaufen, deswegen. Wegen meinen drei Kühen. Mal schauen. Noch habe ich Futter da, geht ja um diese optimale Milchleistung, ne? Dass es hier rentiert, in Anführungszeichen, ne? Muss ich mal schauen. Nach der Ernte, wenn ich mal ein bisschen Gras habe und so. Heu kann man sich ja zukaufen. Aber wie gesagt, die Fabrik von Fat Action wird dafür nicht gehen. Für Gras ja, aber für Silage oder hier Dings hier, Klee, Luzerne, bestimmt nicht. Ist ja halt so, ne? Aber ich muss mal bei Mod Company im Forum nachschauen. Da hatte ich mal sowas von längerer Zeit mal gesehen. Bei Castor müssen wir gucken. Ich glaube eher nicht. Nicht aufgefallen bis jetzt.
Man kann doch nicht alles machen, ne? Er hat nur einige Fahrzeuge neu gemacht. Auch fimmelig und so. Ja, mal sehen. Ich meine, aktuell habe ich einen neuen Milchwagen gekauft. Aber ich bin da flexibel. Ja, mit Ketten ist gut, da geht's rüber, ne? Obwohl, mit Reifen wird's auch gehen, ne? Ja, gibt ja ein neues DLC für Holzvollernter und einen Transporter. Muss ich mal schauen, ob ich... Im Prinzip würde es mir jetzt hier nichts bringen, weil ich ja sage, mit also eh ein Mod, ne? Mit 12 Metern so. Ja, gut, aber gut die 4 Euro. Wenn man es wollte, hätte ich auch noch übrig, ne? Ja, Freitag mache ich heute noch die 2 Folgen für, ja, für Thüringen halt, ne? Und dann geht es ja los mit dem Marsch. Dann mache ich dann die 7 Folgen. Zumindest die ersten Folgen. Mal schauen. Ist ja auch nicht so wichtig, weil hat ja bis Sonntag Zeit. Eine Theorie. Ich schaffe immer ein bisschen was und darum mache ich jetzt keine Gedanken deswegen. Ja, wie ich den Sommer mit umgehen? Im Sommer habe ich ja 3 Wochen Urlaub. Und eine Woche will ich ja dann heute ja normalerweise nach Hause fahren. Ja. Ist ja nach wie vor die Grenzen mehr oder weniger zu. Nur mit Test kommst du rein oder raus. Beziehungsweise dann in Quarantäne. Ja, beides kein Bock, Anführungszeichen, ne? Also, ich bin ganz gerne bereit, auch mal eine Bude sorgen. So schlimm ist das nicht für mich. Aber das zu müssen, ist das Problem. Und das wären ja alle betroffen, die ich dann zu Besuch fahre, ne? Also das wäre dann auch nicht, ja. Meine Mutter wird es vielleicht nicht stören. Die wird sich einstellen, aber dann kann keiner von außerhalb kommen, ne? Ich kann zu niemandem hinfahren, mehr oder weniger. Das ist ja bekloppt. Und wie wir gerade aktuell heute wieder reden, ist eher das Verschlimmern als Verbessern, ne? Was ich auch schon vorher gesagt habe, wenn sie fleißig testen, dann drehen die durch, ne? Also das Mehrtesten an sich ist dann Grunde der Grund dafür, dass wir alles zumachen, ne? Aber ich habe ja neulich in der Firma gesehen, weiß man nicht, wo sie alle hin wollten unbedingt, dass sie sich wieder testen lassen mussten. Da war eine richtige Schlange. Ich habe mir dann eine Jacke geholt. Wir haben eine neue bekommen. Eine schöne, kann man sagen. Ne? 1250 Jahre bestehen, kann man sagen. Aber dass sich da so viel testen lassen, da war ich richtig erschrocken. Das ist, wenn es überall so ist, dann ist der Grund, warum wir das immer alles zumachen. Sonst wird es ganz schlimm. In Anführungszeichen. Wenn sich keiner testen lässt, der gesund ist, dann haben wir auch nichts. Und wer krank ist, geht eh zum Arzt und der Arzt wird unter Umständen auch testen. Nur der Arzt erkennt aber auch, ist es eine normale Erkältung oder ist es Corona, ne? Also das kann man schon unterscheiden, ne? Aber der Test nicht, ne? Der will ja an sich ja, dass alles Corona ist. Und der ist so eingestellt, jedenfalls, dass das so ist. Ein Molekül testen die. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Ja. Ungenauer geht es ja gar nicht, ne? Und dann nicht mal ein Kontrolltest. Das ist das Mindeste. Das Labor kann ja auch mal einen Fehler machen. Also wird Ostern lustig. Wer vorher nach Mallorca kommt, hat Glück. Und wenn er nach Hause kommt, das ist dann die andere Frage. Ne? Mallorca, die werden sich bedanken, die Menschen. Scheißen die so schlau und testen dann nicht. So lassen sich die testen.
Ich habe gelesen, dass die in Sachsen die Bürgermeister einen Brandbrief geschrieben haben. Die Bürger rebellieren. Oh, das ist recht. Und ein heißer Frühling. Ja. Wir arbeiten auf eine grüne Regierung hin. Unter einem Kanzler oder Kanzlerin. Oh je, da sehe ich schwarz. Armes Deutschland. Da werden erstmal die Gaspreise steigen. Aber die Presse will das so machen. Ja, dann dürfen sie alle Elektroautos fahren, ey. Ich kaufe keins. Besten Fall ein Hybrid. Ich bin gespannt, ob sie die Merkel verjagen. Von der CDU aus. Das geht nur von der CDU aus. Fraktion, gemeinsam und dann Misstrauensvotum. Und andere würden da mitstimmen, ne? Also sicherlich. Ne? Der eine oder andere von der Opposition. Und dann können die ja entsprechend einen neuen Kanzler wählen. Ne? Das ginge ja auch. Oder Kanzlerin, keine Ahnung. Mit jetzigen Mehrheiten im Bundestag muss ja nicht gleich neu gewählt werden. Denn das neue Wählen bringt ja dann nichts, weil dann die Regierung immer noch am Amt ist. Ne? Bist du gleich sofort, wenn die anderen mit einverstanden sind von der SPD, ist immer eine entscheidende Frage. Wenn sie mitspielen, dann geht das schnell. Und wenn sie nicht mitspielen, dann müssen sie halt eine Minderheitsregierung machen. Zur Not. Die werden sie eher vielleicht stürzen, aber das ist in dem Fall egal. Die bleibt eben am Amt, solange ein neuer gewählt wurde. Ne? Also von daher ist das völlig egal. Von unten hoch, aber noch von oben. Von oben ist blöd. Da geht man vom Baumstamm so viel verloren. Aber die an der Grenze werden nicht gehen. Wie gesagt, hatte ich aber vorher nicht gehabt. Wahrscheinlich hat die Grenzen ein bisschen geändert, keine Ahnung. Aber stehen mehr Bäume als vorher, das ist gut. Ich hätte mir es noch nie gelungen, hier einen Wald zu pflanzen und entsprechend aberden zu können. Aber gut, auch nicht tragisch. Aber ich hoffe mal jetzt, dass, naja, ich glaube, dass er keine Karte mehr umbauen wird. Die sehen das nicht. Und neue vielleicht, na, glaube ich auch nicht, weil. Also, wenn es immer so ist wie bisher, dann kommt im Herbst, im Spätherbst ein neuer LS. Was da nun kommt, ob das nun. Also, Gerüchte hat noch keine gehört. Ne? Also. Normalerweise ist ja immer im Juli die Farm kommen. Und zur Farm kommen ist eigentlich. Ein kleiner Teil anspielbar. Ne? Oder zumindest ein Video zu sehen. Ne? Also Gerüchte müsste es bald geben. Ostern nach Ostern oder so. Mai. Gut. DLC. Ja, gut. Was viel Arbeit macht. Fahrzeuge, ich weiß nicht. Oder ob diese Fahrzeuge so jetzt hier einfach ja, eine andere Form kriegen und eine andere Farbe, ob da viel Aufwand ist. Keine Ahnung. Jetzt aber, wenn ein Modder das hinkriegt, innerhalb von mehreren Tagen, sag mal so, oder Wochen, sowas zu kreieren, sind ja die Profis, ja, ist für die leichter, ne? Die haben auch ein ganz anderes Gerät, ne? Und die kennen sich mit aus. Ist ja so, ne? Das sind zwei Geräte. Und da 3-4 arbeiten am, ja, eine Woche oder 2 Wochen, 3 Wochen. Fertig, kann man sagen. Ne? So stelle ich mir das vor. Wenn man die Grundkonstruktion im Prinzip schon hat, man kann von dem alten Gerät das
eine an übernehmen, ne? Muss halt nur verändern halt, ne? Das ist ja keine neue Maschine in dem Sinne. Anders wäre mir jetzt ein komplett neues Spiel gemacht, das ist ja eine andere, ja wahrscheinlich die Textur, aber halt andere Programmierung, ne? Vermutlich war ganz stark. Muss ja. Ist ja mal eine Steigerung da sein, ne? Deswegen vermute ich mal ganz stark, dass hier auch die Energy wahrscheinlich, ja, ich hoffe mal Grund erneuern, ne? Dass er der CPU entlastet wird, ne? Darum geht's ja. Von der Programmierung her. Grundgerüst kann man sagen, ne? Ja, ob das aufwendig ist, denkt man schon. Aber ihr habt noch 3 Jahre Zeit, ne? Der Mann hat es auch. Das ist ja eigentlich. Die PlayStation 5 gibt es seit Weihnachten ungefähr. Wenn ihr alles täuscht. Und die Daten werden sicherlich schon früher gehabt haben. Im Herbst sicherlich. Und auf der Basis kann man sicherlich was aufbauen. Das war ja der Grund, warum der neue LS Nummer 21 nicht gekommen ist. Angeblich. Dazu stimmt, geht von aus. Ich meine, sie hätten auch sagen können, okay, wir machen auf Basis von LS von der PlayStation 4. Aber sicherlich da wird es kartenmäßig und so. Ist ja meine Hoffnung, dass sie gleich eine FIFA rausbringen. Ich meine. Was ein Modder hinkriegt, da darf auch ein, ja, in Anführungszeichen ein Spielentwickler auch hinkriegen, ne? Obwohl das wieder ein Problem wäre für viele, die schwachen Rechner haben, ne? Ist ja wieder ein Kompromiss, weil man möchte ja eigentlich auch die erreichen, die nicht so eine Top-Rechner hat, ne? Ist ja halt so, ne? Obwohl eine Steigerung eh kommen muss, denke ich mal. Denn das muss ja im Prinzip besser werden, ne? So ist wie der alte, da braucht man nicht ja, neu entwickeln, ne? Aber die Brüder wollen ja auch Geld verdienen, das ist ja so, ne? Ist ja nicht so, dass sie jetzt mit DLC was erhalten wollen, ne? Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Die berühmten 18 Minuten sind vorbei. Dann seid mal tschüss. Ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Morgen zu einer neuen Folge. Tschüss. Nochmal schön Rest Sonntag, nee, Samstag. Ich komme durcheinander, weil ich mir eine Folge zu wenig hatte letztes Mal. Und wahrscheinlich schön Samstag. Nicht richtig liege. Und morgen kommt dann Sonntagfolge. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Lust und Laune habt, ich bin da. Tschüss.